Mein Name ist Valerie Fritz. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Österreicherin, komme aus der Nähe von Innsbruck und lebe jetzt in Salzburg, wo ich Cello studiere am Mozarteum. Musik war einfach immer schon da, in meinem Elternhaus, in meinem Leben. Meine Eltern sind beide auch Musiker, meine Geschwister haben auch alle ein Instrument gespielt, nicht alle dann das weiterverfolgt, aber wir sind so aufgewachsen. Es ist auch daheim viel musiziert worden, im Streichquartett, in wechselnden Besetzungen. Und da ist schon der Grundstein gelegt worden für alles Weitere. Ich wusste lange nicht, ob ich Musik weitermachen will oder nicht. Das hat sich dann erst so mit Ende der Schulzeit, so mit 16, 17, herauskristallisiert. Da habe ich im Europäischen Jugendorchester gespielt und das war einfach super, mit ganz vielen anderen gleichaltrigen, motivierten Musikerinnen und Musikern zu spielen in großen Sälen, in großen Konzerthallen. Das war wirklich eine super tolle Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, dieses verbindende Element, dieses Gefühl, mit anderen gemeinsam zu musizieren, das will ich öfter haben. Ich habe immer gemerkt, dass dieser ganz klassische Weg nicht das meine ist, also dieses ständige Reproduzieren von den immer gleichen Werken. Alle spielen dasselbe, jeder versucht es noch besser zu perfektionieren. Das ist mir nicht kreativ genug. Ich wollte immer schon ein bisschen so auf anderen Wegen gehen und habe mich umgeschaut in der neuen Musik vor allem, aber auch in der alten Musik, habe auf Barockcello gespielt, auf Darmsaiten, was mir auch sehr großen Spaß macht. Ich spiele auch in einer bayerischen Folk-Pop-Band, habe improvisiert in einem Weltmusik-Ensemble und gerade diese Vielfalt macht mir Freude, also das macht es aus für mich. Ich habe ein Stück mitgebracht, das meine Mutter Susanne Fritz für mich komponiert hat, als ich 8 Jahre alt war. Das Stück heißt Die Geisterstunde und handelt von einem Gespenst, das aufwacht, aus seiner Truhe steigt und verschiedensten Schabernack treibt, während es das durch das Schloss hüpft.
Was? Wo? Ach so. Das Wichtigste ist, dass man sich selbst treu ist und auch authentisch ist und so eine eigenständige musikalische Persönlichkeit ausbildet. Und ich glaube, das sollte auch jeder Lehrer sich für seine Studentin wünschen. Unser Business ist einfach oft sehr fremdbestimmt. Der Lehrer sagt einem, was man spielen soll, oder der Konzertveranstalter stellt das Programm zusammen, sagt, was man spielen soll. Aber die Selbstbestimmung bleibt dabei oft auf der Strecke. Und das ist es, wonach ich suche. Deswegen habe ich mich auch beworben für den Berlin Prize for Young Artists, weil überhaupt keine Vorgaben, was für ein Programm, was für eine Epoche, was für eine Zeit, was für ein Stil. Es gab keine Vorgaben und ich konnte ganz frei die Stücke auswählen, die mir persönlich gefallen, die mich faszinieren in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe auch viele Diskussionen mit meinem Lehrer gehabt über Freiheit in der klassischen Musik. Was ist Freiheit? Weil die Freiheit ist nicht unbedingt größer in der zeitgenössischen Musik. Man kennt die Werke nicht so gut, deswegen meint man, man hätte mehr Freiheit, was nicht stimmt, weil die Komponisten auch sehr, sehr genau schreiben, teilweise, also sie schreiben vielleicht aleatorische Stücke. Sie schreiben teilweise sehr genau, was sie wollen. Und ich glaube schon, dass man als Musiker sich dem ein bisschen unterordnen muss und nicht einfach macht, was man will und ein ganz anderes Stück daraus macht, sondern irgendwo ist der Notentext schon nicht nur einfach eine Spielanweisung oder ein Vorschlag, sondern man sollte sich schon daran halten. Aber oftmals im Kontakt mit den Komponisten fällt auf, dass viele Dinge, die hier stehen auf der Partitur, die ich sehe, gar nicht unbedingt so gemeint sind, wie sie da stehen. Weil natürlich gibt es immer diesen Prozess von, ich habe eine Idee und ich muss diese Idee auf den Notentext bringen und treffe manchmal vielleicht nicht genau die richtigen Worte oder die richtigen Mittel, um das umzusetzen. Darum ist der Austausch mit den Komponisten noch wichtiger, um auch wirklich dahin zu kommen, was er im Kopf hat, aber auch, dass ich am Ende zufrieden bin mit der Interpretation. Thank you.
Mit Arturo Fuentes, der Komponist von Mood, habe ich schon Kontakt gehabt. Ich kenne ihn und er hat mir auch sehr viel geholfen bei der Interpretation, weil es gibt eine Aufnahme, wo er selber spielt, die hat er mir geschickt und schau und das ist so und so. Und das hilft natürlich. Also es sind natürlich sehr viele Unklarheiten auch gewesen beim Lesen der Partitur. Es ist eine Herausforderung für sich, diese Notation zu erkennen und umzusetzen dann. Und da hat er schon sehr viel geholfen und auch die Aufnahme hilft da sehr viel. Aber ich glaube, dass die Rücksprache mit den Komponisten immer wichtig ist und hilft, Schlüsse zu ziehen über das Stück und das dann umzusetzen in eine gemeinsame Interpretation. Die Körperlichkeit ist sowohl in den Kompositionen, die ich spiele, wichtig, also ich suche danach, als auch, wenn ich selber spiele, dieses Spielgefühl. Und es sind meistens auch die Klänge, die sich interessant anfühlen, wenn ich sie erzeuge, die mir am besten gefallen, die nicht unbedingt die schönsten sind oder die am interessantesten klingen, aber die einfach die sich so schön ausführen lassen. Ich mache mir keine Sorgen über die Zukunft. Bisher hat es auch immer irgendwie geklappt. Und es war nie der Weg, den man geplant hat. Aber manchmal kam es besser, manchmal kam es anders. Meine ungefähren Ideen sind, dass ich freischaffend sein will. Natürlich, die finanzielle Unsicherheit ist da. Aber ich sorge mich nicht.